Den hat man schon lange nicht mehr. Wir haben jetzt wieder mal einen AMG bekommen. Ein E63 AMG, nicht wie so oft die C63, sondern diesmal wieder einen der Baureihe W212 mit dem 6,2 Liter V8 Saugmotor. Der letzte große von AMG. Das ist jetzt ein 2010er Baujahr. Die sind bis knapp 2011 herum gebaut worden und dann von dem V8 Biturbo mit 5,5 Liter abgelöst worden. Und den haben wir jetzt gestern erst hereinbekommen. Haben gestern bei der Probefahrt erstmal durchgecheckt. Das Auto hat also keinerlei Probleme gemacht. Weder optisch noch technisch ist an dem Auto irgendetwas zu machen. Also alles funktioniert, alles ist auch technisch in einwandfreiem Zustand. Und der hat sogar vor kurzem erst vor 10.000 Kilometer auch die komplette Bremsanlage ersetzt bekommen bei Mercedes. Man sieht, die Bremsscheiben sind gerade erst kurz eingefahren worden. An der Vorderachse die Reifen Michelin sind auch sehr gut vom Profil her. Und an der Hinterachse genau das gleiche. Auch da sind die Bremsen mit Scheiben komplett vor 10.000 Kilometer mitgewechselt worden. Das ist natürlich bei so einem Auto schon immer ganz wichtig, dass man auf sowas achtet, wenn man so ein Auto kauft, weil die Bremsteile allein schon recht gut ins Geld gehen können. Die Reifen, sieht man auch, sind auch hinten auf dem, vom Profil her sehr gut. Da muss auch nichts gemacht werden. Ja, das Schöne an dem Fahrzeug ist, es macht richtig Spaß. Es hat Understatement. Man sieht es nicht auf den ersten Blick, was da drin steckt unter der Haube. Und es ist noch einer von der zuverlässigen Sorte, nicht mit Direkteinspritzung wie die Nachfolger, sondern mit Saugrohreinspritzung. Da gibt es eigentlich nur ganz wenig Probleme mit diesen Motoren, wenn überhaupt. Die sind eigentlich für sehr lange Fahrleistung ausgelegt. Ja, und das Auto schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Wie gesagt, gestern haben wir kurz ein bisschen aufbereitet. Dann kann man auch detaillierter sehen, was am Fahrzeug besonders ist und den Zustand vor allem. Das Schöne an diesen AMG-Modellen ist eben die besondere Ausstattung. Im Gegensatz zum normalen Mercedes-Modell hat man da doch einiges mehr aufgewertet. Es geht eigentlich schon los an der Ausstattung, wie zum Beispiel Memory-Sitze auf beiden Seiten, also nicht nur Fahrerseite, sondern auch auf der Beifahrerseite. Klar, Fensterheber und so weiter ist natürlich ganz klar. Dann schönes Harman-Kardon-Soundsystem drinnen. Und was auch ganz schön ist bei den Fahrzeugen hier, speziell die Lederausstattung. Bis hier oben rauf ist das Fahrzeug mit Leder ausgestattet. Also nicht nur im mittleren Bereich, wie sonst eigentlich immer üblich, sondern wirklich bis hier oben rauf kann man die Nähte schön sehen vom Leder, was sich dann auch über das Instrumentenkombi hinüberzieht. Auch da sieht man überall die schöne Verarbeitung. Über die ganze Seite bis rüber. Und natürlich da drüben dann auch wieder auf der Beifahrerseite die Memory-Sitze. An dem Fahrzeug ist noch ganz besonders, der hat auch das seltene Nachtsichtgerät, das man hier mit diesem Knopf hier betätigen kann. Dann kann man in der Nacht auch Personen und Tiere und so weiter früh genug erkennen. Dann hat er natürlich die 7-Gang AMG Sportautomatik mit den Schaltwippen. Rechts zum Raufschalten, links zum Runterschalten. Die anderen Dinge sind eigentlich nah an der Serie. Was das Besondere beim AMG ist, ist eben noch die Mittelkonsole hier. Da haben wir die Zusatzschalter. Der vorderste Knopf ist hier zum Beispiel zum Verstellen vom Automatikgetriebe. Von Komfort auf Sport, Sport Plus und M für manuell, dass man das Auto an den Schaltwippen fahren kann. Drunter kann man manuell auch das ESP ausschalten. Einmal kurz darauf drücken, es ist noch aktiviert, aber etwas sportlicher zu fahren, und längere Zeit darauf drücken, ist das ESP komplett abgeschalten. Darunter kann man die Dämpfer elektronisch in der Härte verstellen, in drei verschiedenen Härtegraden. Und darunter noch der AMG-Knopf, ähnlich wie bei BMW, der M-Knopf, an dem man sich dann seine eigene
Konfiguration abspeichern kann. Mit einem Knopfdruck hat man dann das Getriebe eingestellt, das Fahrwerk, das ESP und muss nicht alles einzeln immer einstellen. Also ein paar Unterschiede hat man schon zum normalen Serien-Mercedes. Dann natürlich auch unten die Einstiegsblenden mit AMG hier, Fußmatten in AMG. Und was das Schöne an dem Fahrzeug speziell ist, ist die Lederausstattung. Die ist in richtig gutem Zustand. Das heißt, minimale Abnutzung, da muss man aber schon genau hinschauen. Und natürlich auch, was zur Innenausstattung angeht, mit dazu gehört die schöne Alcantara-Innenausstattung, was den Dachhimmel angeht. Da ist also der ganze Dachhimmel hier oben rüber in Alcantara bezogen. Und hinten hat man Sonnenschutzrollo. Seitlich sind die mechanisch zu betätigen und hinten natürlich elektrisch. Und alles in allem sieht man auch wieder die saubere und schöne Verarbeitung von den ganzen Materialien. Also es macht schon etwas her in AMG-Modell. Setzt sich schon ein bisschen von der Serie ab. Hinten hat das Fahrzeug auch noch ein paar schöne Sachen verbaut, wie schon erwähnt, die hinteren mechanischen Sonnenrollos seitlich. Dann auch hinten hat er eine Betätigung der Klimaanlage für den Frontaustritt. Da kann man auch einstellen, wie warm man es haben möchte, in welcher Abstufung, wie viel Luft rauskommen soll. Das ist auch noch ganz schön bei dem Fahrzeug hier. Dann hinten die Lederausstattung, auch fast wie neu. Also da sieht man eigentlich gar keinerlei Abnutzung. Die meisten AMG-Modelle werden eh meistens nur für eine Person gefahren oder vielleicht maximal am Wochenende zu zweit. Die wenigsten fahren damit mit der Familie spazieren, einfach aus Unterhaltsgründen, vor allem spritmäßig. Weil so ein Auto braucht im günstigsten Fall doch so gut, ja, knapp 15 Liter Sprit. So, jetzt haben wir mal im Auto drin Platz genommen und zeigen nochmal die einzelnen Schalterchen und vor allem auch das Display hier in der Mitte, was es beim AMG noch extra gibt als AMG-Menüpunkt. Und zwar hat man also hier die ganz normalen Punkte und extra einen AMG-Punkt sozusagen abgelegt, in dem man durchschalten kann. Ganz wichtig ist zum Beispiel dieser Punkt hier: Öltemperatur und Wassertemperatur. Dann gehen wir ein Stück weiter. Dann haben wir hier die Einstellungen, was wir abgelegt haben. Ganz oben die Getriebeabstufung, in dem Fall jetzt C für Komfort. Darunter dann das ESP an oder aus dementsprechend und darunter dann wieder die Fahrwerkseinstellung, in dem Fall jetzt Komfort. Das alles schaltet man ja dann unten mit diesen Schaltern hier unten ein und aus. Das kann man dann dementsprechend verstellen. Und angezeigt wird es dann eben hier oben im Display. Und ansonsten hat man da eben die ganz normalen Einstufungen, was auch der normale Mercedes W212 hat. Das war eben nur der besondere Menüpunkt mit diesem AMG. Das ist das Navi, das Radio, Telefon, Bluetooth und so weiter. Assist-Anzeige und das sind die ganz normalen Dinge. Gehen wir nochmal aufs AMG drauf. Genau, und da hat man den Menüpunkt mit den ganz wichtigen Sachen, wie zum Beispiel Öltemperatur und Wassertemperatur, was für so ein Auto natürlich ganz wichtig ist, weil so ein Auto natürlich immer schön warm gefahren werden soll. Ja, und dann hier unten, wie gesagt, die einzelnen Knöpfe für die Einstellung vom Fahrwerk. Das können wir einfach mal betätigen mit der normalen Einstufung. Oben haben wir das, genau, das ist jetzt die Einstufung vom Getriebe. Jetzt haben wir Sport, dann haben wir manuell, dann kann man über die Lenkradtasten alles steuern. Und drunter haben wir dann das Fahrwerk hier. Das ist jetzt die mittlere Einstellung. Wenn man nochmal drauf drückt, hat man dann die ganz sportliche, härtere Abstimmung. Darunter dann wiederum der AMG-Knopf, wie gesagt, für die Speicherung der ganzen Geschichte. Dann wird das hier oben angezeigt, wie man das Ganze konfiguriert hat. Ja, und dann hier nochmal schön die Schaltwippen zu sehen am Fahrzeug, rechts und links. Sonst ist das eigentlich alles ziemlich identisch mit dem normalen 212er. Hier hat man dann noch das elektrische Heckrollo noch abgelegt, den Knopf, Sitzheizung rechts und links, unten die normale Klimaautomatik. Da ist nichts groß verändert, das ist alles ganz Serienstandard. Und was noch ganz schön ist bei dem Auto, das dunkle schwarze Holz. Das passt auch sehr gut zum etwas sportlicheren Charakter vom AMG.
Also ist eigentlich alles schon recht schön gemacht. Hier oben dann auch der automatisch abblende Innenspiegel. Nochmal mit dem schönen Alcantara-Dachhimmel zu sehen. Ja, und alles von der Verarbeitung hier wirklich einwandfrei. Auch die Sonnenblenden. Hier alles schön. Alcantara. Schiebedach natürlich in Glasausführung. Und die Mittelkonsole auch bis hier oben rauf in Lieder bezogen. Ganz schön versteckt ist der Öffner von der Motorhaube. Wie beim 212 immer, muss man erst etwas suchen, diesen roten kleinen Knopf da unten. Den findet man nicht auf den ersten Blick. Dabei sieht man aber auch recht schön die Aluminiumpedale von AMG. Und jetzt kommen wir natürlich zum Herzstück überhaupt, warum man sich so ein Auto eigentlich kauft. Nämlich zum Motor. Das ist, wie gesagt, der letzte große V8, den Mercedes aktuell noch gebaut hat vor kurzem. Mit dem 6,2 Liter Motor in der Version hier mit 525 PS bei 6800 Umdrehungen. Und dabei kommt jetzt endlich mal die Zahl 6,3 wirklich zum Einsatz. Nämlich mit 630 Newtonmeter bei knapp über 5000 Umdrehungen. Aber die 6,3 soll eigentlich mehr auf den Hubraum anspielen, was bei dem Fahrzeug jetzt klein wenig übertrieben ist. Also der Hubraum bitte knapp über 6,2 Liter. Aber allein auch schon von Optik her ein richtig schöner, sauberer Motor. Man kommt sogar überall recht gut und einfach hin, wenn man welche Arbeiten machen muss, Servicearbeiten. Das ist so gar kein komplizierter Motor. Man kommt schön an die Luftfilterkästen ran, also man kann wunderbar die Sauganlage ausbauen, haben wir auch vor kurzem erst gemacht, abgedichtet. Ist eigentlich alles gar kein Problem. Auch nach unten hin zu den Zylinderköpfen und so kommt man überall schön hin. Die Ölfilter ist auch ganz einfach zugänglich. Also von der Wartung her ein ganz simples Auto. Da muss man eigentlich gar keine Angst haben davor. Einzig nur ein bisschen aufpassen beim Warmfahren, damit das Motoröl immer schön Temperatur hat und ja, regelmäßig lieber öfters als zu wenig Ölwechsel machen, auch kein dünnes Öl reinschütten, auf gar keinen Fall wieder den Fehler machen, irgendwelche 0W40 Öle oder sowas zu verwenden. Wenn man das Auto das ganze Jahr fährt, kann man 5W30 fahren, wenn man es nur im Sommer fährt, ruhig noch etwas dicker, wenn man es wirklich sportlicher fährt, dann das gute Castrolöl 10W60 rein, das geht auch, wenn man es aber wirklich nur im Sommer fahren sollte. Und ja, ansonsten, wie gesagt, recht pflegeleicht, was die Wartung angeht. Ja, und in dem Zustand, also muss man so ab 30.000 Euro ungefähr rechnen für ein deutsches Auto mit deutscher Historie. Man bekommt sie natürlich schon aus USA mit fragwürdiger Historie für wesentlich weniger Geld. Oder auch sehr viele momentan aus Japan, wo man natürlich auch nicht genau weiß, was ist mit dem Auto gewesen. Wo waren sie im Service? Also wie gesagt, es gibt es schon günstiger, aber dann halt immer etwas mit Risiko behaftet. Ja, und ansonsten Fahrleistungen sind natürlich auch dementsprechend. Normalerweise ist der abgeregelt bei 250. Die offene Version ist dann bei 300 km/h abgeregelt. Und wer es ganz schnell haben will, kann es natürlich auch anders aufmachen. Dann geht das Auto deutlich über 300. Und von 0 auf 100 ist man in knapp über 4 Sekunden, so um die 4,3 Sekunden ungefähr. Ja, und bei dem Fahrzeug ist es wirklich das Schöne, da ist bis auf die nachträglich abgedunkelten Scheiben hinten herum in absolut originalen Zustand. Auch Auspuff ist nicht verändert, alles original. Und ja, noch nicht mal nachlackiert. Also auch unfallfrei natürlich. Und so wie das Auto das Werk verlassen hat, so steht das Auto auch heute noch da. So, jetzt können wir das Getriebe einstellen auf Sport und dann können wir mal
auf die Autobahn ab, auf die Landstraße abbiegen. Auf der Autobahn sind wir leider noch nicht. In solchen Sachen kann man zum Beispiel auch das Fahrwerk verändern, auch sportlicher machen. Da merkt man auch gleich, das Fahrzeug richtig Kurven sich mehr abstützt. Und trotz des Gewichts von der großen E-Klasse dann auch um einiges leichter zum Fahren ist, vom Handling her. Das Gewicht merkt man natürlich immer, aber das Fahrzeug bewegt sich dann nicht mehr ganz so stark in den Kurven.